Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und wie ihr am Video erkennen könnt, es handelt sich tatsächlich, ja, wer hätte es gedacht, um ein weiteres Rise Rework, das sechste hier an der Zahl. Ja, so viele Reworks hat dieser Dude schon bekommen. Und wie der ein oder andere vielleicht von euch gedacht hätte, nein, dieses Video ist kein Clickbait. Er wird gerade auf dem PBE wirklich mehr oder weniger komplett überholt. Das heißt, sein Kit bleibt so, wie es ist, aber alle seine Spells kriegen zusätzliche Effekte, beziehungsweise werden hier und da ein bisschen was verändert. Die Zahlen werden hier und da ein bisschen gedreht und ich würde sagen, das sieht schon sehr, sehr interessant aus und wir schauen uns das doch zusammen einfach mal an und was der neue Rise denn so kann. Das hat sich gereimt, oder? Beginnen wollen wir hier mit wohl Rise, einem wichtigsten Spell seiner Q. Ja, bisher war es so, dass man 6 Skillpunkte in diesen Spell hinein investieren konnte. Sehr, sehr einzigartige Mechanik. Dafür allerdings nur 2 in seiner Ultimate. Das wird nun geändert. Das heißt, es sind nur noch 5 Punkte in die Q skillbar. Allerdings muss man sagen, ist das keineswegs ein Nerf. Denn wenn wir uns mal die Zahlen vom Damage her erstmal anschauen, haben wir auf 185 mit 6 Punkten auf 180 mit 5 Punkten. Das heißt, hier fast unverändert. Die AP-Scalings um 5% erhöht. Das Mana Scaling um 1% reduziert, also nahezu unverändert. Interessant wird es jetzt aber mit dem neuen Effekt auf der Q, und zwar ist dieser, dass wir 14% plus 2% pro Level, also auf Stufe 18 50% zusätzlichen Schaden als True Damage an Gegnern, die mit Flux beeinträchtigt worden sind, verursacht. Das klingt jetzt, wenn man sich das so erstmal anhört, ziemlich, ziemlich krass, allerdings kann ich direkt sagen, dieser Effekt war mehr oder weniger vorher auf der E. Das heißt, wenn ihr Punkte in die E rein investiert habt, habt ihr mit der Q mehr Schaden gemacht, bis zu 80%. Allerdings kein True Damage. Jetzt haben wir 50% True Damage. Da werden wir später drauf eingehen. Das lassen wir erstmal so stehen. Weiter geht es bei der Q mit einigen Tunings. Zunächst werden die Mana-Kosten, gerade wenn man Punkte in diesen Spell rein investiert, massivst erhöht von 40 auf 80 auf Stufe 5. Außerdem geht es weiter mit dem Shielding Changes. Ja, vorher war es so, ihr habt ein Shield bekommen und das war abhängig von eurem eigenen Level. Das war ziemlich, ziemlich cool, denn ihr hattet im Prinzip nur 1 oder bis maximal 3 Punkte in eurer Q. Danach habt ihr eure E gemaxt. Das war so mehr oder weniger die Build-Order und euer Schild ist trotzdem weiterhin immer stärker geworden, obwohl ihr keine Punkte mehr reingepackt habt. Jetzt ist es wirklich davon abhängig, wie viele Punkte ihr in eurem Q habt. Habt ihr nur einen Punkt drin, ist das Ding super kacke. Habt ihr mehrere Punkte drin, ist es sogar ganz dezent stärker als das alte Schild. 150 auf Stufe 5. Movement Speed wird ebenfalls etwas reduziert, das heißt im Early Game gibt es noch 20 statt 25%, um hier den Rise ein bisschen anfälliger zu machen. Late Game Movement Speed ist allerdings gleich. Rune Duration, also wie lange die Rune auf dem Gegner bleibt, wird von 4 auf 5 erhöht, das heißt hier hat man deutlich mehr Combo-Möglichkeiten. Weiter geht es dann auch direkt mit seiner W hier. Dieser Spell wird wirklich sehr, sehr interessant werden. Zunächst 2 Sekunden mehr Cooldown im Early Game, das wird wirklich sehr, sehr wichtig, wenn ihr gleich die anderen Effekte sehen werdet. Dafür allerdings 2 Sekunden weniger im Late Game und das wird sehr, sehr fies tatsächlich. Sein Damage ist mehr oder weniger eigentlich komplett gleich geblieben, allerdings hat er jetzt 3% mehr Bonus-Mana-Scaling. Das klingt erstmal ziemlich krass. Kommen wir doch zu seinem Cage, der eigentlich gar kein Cage nämlich mehr ist. Denn vorher habt ihr den Gegner festgehalten für 0,75 Sekunden. Jetzt werdet ihr den Gegner slowen für 50%. Allerdings für 1,5 Sekunden, aber auch die Kaner slow. Bezüglich des fehlenden Cages haben wahrscheinlich schon die ein oder anderen von euch Schweißperlen auf der Stirn. Wobei, wenn wir ehrlich sind, wird wahrscheinlich keiner von euch Rise Main sein. So viele gibt es davon ja nicht. Allerdings ist es nämlich so, wenn ihr euren Cage bzw. Slow, eure W auf ein Ziel mit einer Rune ballert, dann wird es statt einen Slow einen Root geben. Also einen Cage wie zuvor für 1,5 Sekunden. Bevor wir darauf eingehen, was das jetzt alles für Rise zu bedeuten hat, gehen wir noch weiter, denn dieser Spell hat nun keine Mana-Kosten mehr, ist komplett for free. Es ist sogar genau das Gegenteil der Fall, denn dieser Spell restored Mana. Auf Stufe 5 bis zu 10% von Rise Maximum Mana und deswegen ist es auch wirklich, wirklich wichtig, dass der Cooldown im Early Game erhöht wurde. Natürlich wird auch ebenfalls die E angegangen und das Allerwichtigste ist direkt das erste und zwar der Cooldown. Ja, von dem Cooldown der E ist im Prinzip die komplette Combo bzw. die Spambarkeit von seinem Q abhängig. Ja, jedes Mal, wenn er seine E böllert, kann er eine Q raushauen. Und hier wird der Cooldown von 2,25 Sekunden im Late Game auf 1,5 Sekunden reduziert. Wenn ich mich recht entsinne, war der Cooldown noch nie so tief auf der Rise E. Und wenn wir jetzt 40% CDR plus 5% Cosmic Insight, also Inspirationsrune, kommen wir auf einen Cooldown von 0,83 Sekunden. Das heißt, ihr könnt euch schon mal ausrechnen, wie viele Qs pro Minute in euer Gesicht klatschen werden. Mit True Damage. Auch hier haben wir ein bisschen was bei den Scalings, das heißt 10% Punkte, ja Punkte ganz wichtig, mehr AB-Scaling, dafür allerdings 1% Punkt weniger Bonus-Mana-Scaling. Und jetzt das ganz Wichtige, natürlich, ich habe es vorhin schon mehr oder weniger erwähnt, der Overload-Damage-Bonus, den ihr vorher hattet, der wird jetzt quasi in die Q reingepackt, der ist nicht mehr vorhanden. Der Spread-Damage von der E wird ebenfalls verdoppelt, das heißt, wenn ihr eine E drauf macht und nochmal eine E drauf, quasi der Wave-Clear wird hier deutlich angehoben und auch wie diese E auf den Gegner geworfen wird, das heißt, sie ist jetzt nicht mehr centered
zu Center, also aus der Mitte einer Figur zur nächsten Mitte, sondern von Edge to Edge. Das heißt, für Minions bleibt es mehr oder weniger gleich, aber wenn ihr zum Beispiel gegen einen Cho'Gath spielt, ihr hättet ihn vorher in die Mitte treffen müssen, ja, in die Mitte seiner Figur. Und jetzt könnt ihr es am Rand werfen. Das heißt, hier gerade bei größeren Champions habt ihr deutlich mehr Reichweite mit der E. Und abschließend, meine Freunde, haben wir noch die Ultimate. Ja, die Ultimate für die einen komplett useless, für die anderen einfach der komplette Gamebreaker. Hier ist es jetzt so, dass wir nun 3 Punkte rein investieren können, deswegen haben wir ja einen Punkt weniger in der Q drin, das heißt auf Stufe 6, 11 und 16 und dieser Spell hat immer, Achtung, 4000 fucking Range, ja, 4000 Range, das heißt ihr könnt fast schon aus der Mitte nach unten ulten, ja, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass dann unten die komplette Party abgehen wird. Was allerdings passiert, wenn ihr da einen Punkt rein investiert, das wird der Cooldown sein, das heißt vorher waren es einfach immer 180 Sekunden und jetzt hat diese Ultimate auf Stufe 1 300 Sekunden. Das ist unglaublich krass. Es wird jedes Mal um 60 Sekunden geringer, wenn ihr da einen Punkt rein investiert. Das heißt, sogar auf Stufe 3 sind es immer noch 180 Sekunden. Klingt extrem viel, ist extrem viel, aber wenn wir berücksichtigen, dass wir wahrscheinlich 40, wenn nicht sogar 45% CDR bauen, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so krass. Über die Ult müssen wir uns definitiv noch unterhalten, denn sie ist mehr oder weniger unter anderem auch der Grund, warum Ryze im Competitive so stark ist. Wenn du ein Team hinter dir hast, mit dem du sehr, sehr gut kommunizieren kannst, dann kann man mit dieser Ult wirklich sehr, sehr gute Moves machen, in den Baron rein, raus aus dem Baron, in irgendwelche Teamfights engagen oder was auch immer. Ryze hatte nicht schon immer diese Ult, also warum nicht einfach die Ult auch wieder wegnehmen? Im Prinzip will Ryze das nicht tun, denn diese Ult macht es wirklich sehr, sehr schön anzuschauen im LCS oder Competitive-Bereich, wenn da richtig krasse Placement gemacht werden. Und da muss ich definitiv unterschreiben, das ist wirklich toll. Es gibt da einige Ults, da denkst du dir einfach, oh mein Gott, wie krass war das denn bitte? Und deswegen wird hier die Entscheidung getroffen, okay, diese Ult soll jetzt so unglaublich krass viel Cooldown haben, dass man sich wirklich überlegen muss, wie und wann und wo man diese Ult nutzen soll. Das heißt, sie wird nicht permanent irgendwo rumgespammt, hier und da ein bisschen Larifari, sondern wenn du sie nutzt, dann soll sie auch wirklich Impact haben. Aber wie gesagt, 180 Sekunden auf Stufe 3, 45% CDR, das ist dann doch gar nicht so viel mehr. Was bedeuten diese Änderungen jetzt für Ryze? Grundsätzlich fangen wir doch erstmal mit dem True Damage, wahrscheinlich der wichtigsten Komponente an. True Damage ist immer sehr, sehr gut, vor allem gegen Tanks und auch im Late Game, wo da viele Leute Rüstung haben. Allerdings müssen wir hier die Zahlen vergleichen. Vorher hatten wir 80% Bonus Damage, jetzt nur noch 50% Bonus True Damage. Das heißt, grundsätzlich kann man ganz klar sagen, Ryze, sein Early Game, wird deutlich schwächer sein, vor allem gegen Squishies, das heißt AD Carries oder auch Midlaner, gegen die er am meisten spielt. Auf der Toplane vielleicht könnte es sogar even gehen, ja, da wird man schnell auch Magier Sense gesackt, allerdings wird er hier definitiv Damage Verlust haben. Im Late Game werden natürlich die 50% True Damage, die 80% Bonus Magic Damage outscalen. Hier ist natürlich dann die Frage, wird Ryze dann überhaupt noch Magic Pen benötigen oder nicht? Beim Maxen der Spells kann man natürlich jetzt wahrscheinlich drüber diskutieren. Grundsätzlich würde ich sagen, dass man auf jeden Fall die Q maxt. Hier ist man sehr abhängig davon, dass man jetzt das Schild quasi hochleveln muss, sonst ist es einfach viel zu schwach. Auch das Movement Speed ist jetzt deutlich schwächer, wenn man keine Punkte rein investiert. Hier könnte man aber drüber diskutieren quasi. Du kannst sagen, dass du vielleicht die E als erstes maxt durch den erhöhten Spread Damage von 50%, kann man vielleicht allen Trades mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Weg gehen und einfach die Lane durchpushen. Wird dann allerdings super, super wenig Damage haben und relativ schwach sein. Also vermutlich eher der Q-Max. Dadurch, dass unsere W jetzt kein Cage mehr ist, hat man deutlich mehr Counterplay gegen Ryze. Das heißt, in der Lane hat er eine Combo gehabt, das heißt, du kriegst irgendwie die Q im besten Fall ab, dann eine W-E-Q-Kombination. Das heißt, Ryze wird gemovement-speeded, er wird geschildet und der Gegner ist geroutet. Es ist also eine komplett All-In-Kombo, wo du einfach kein Counterplay zu hast und das ist einfach zu krass und wird jetzt komplett rausgenommen, dadurch, dass der Gegner mehr oder weniger nur noch geslowt wird. Das heißt, auch hier wird Ryze an Early Game deutlich reduziert und geschwächt werden. Auch offensiv gesehen hat Ryze jetzt nicht mehr ganz so viel Potenzial, was den Cage angeht. Das heißt, vorher konntest du im Late Game Flash Cage, ja. Flash Cage, genauso einfach wie Malzer Flash Ultimate, ist jetzt nicht mehr, ist jetzt nur noch Flash Slow. Also deutlich schwächer und mehr Counterplay. Die Ryze W restored uns jetzt Mana wieder. Das ist grundsätzlich ziemlich cool. Allerdings ist der Cooldown im Early Game, cool und Cooldown, wisst ihr? Okay. Der ist ziemlich hoch, 15 Sekunden und die Mana-Kosten auf der Q sind immens angestiegen. Außerdem werden auch, das ist jetzt in diesem Video noch nicht erwähnt, vielleicht mache ich da noch ein Video zu, alle Mana-Items mehr oder weniger geändert. Das heißt, man wird als Zauberer grundsätzlich weniger Mana zur Verfügung haben. Bedeutet unterm Strich, ein Ryze kann, vor allem sobald er seine Träne gebaut hat, nicht permanent einfach alles spammen, sondern er muss sich wirklich überlegen, worin er sein Mana investieren möchte. Abgesehen von dem True Damage auf seine Q ist ja sein Damage mehr oder weniger gleich geblieben. Das heißt, mehr AB-Scalings, weniger Mana-Scalings. Das bedeutet, dass für Ryze eine Laning-Phase
Ganz oft haben Riot-Spieler einfach eine Träne gekauft und dann einen Katalysator hinterher. Und diese Kombination ist quasi nur Mana und keine AP. Das heißt, er wird auch hier weniger Damage zur Verfügung haben, weil das Mana-Scaling nicht mehr ganz so krass ist. Natürlich wird das Mana-Scaling auf der W deutlich angehoben. Allerdings ist dieser Spell nur alle 15 Sekunden verfügbar, während wir unsere Q und E die ganze Zeit reinballern. Das, was mir an dem Ganzen aber wirklich am meisten Sorgen macht, ist der Cooldown von 1,5 Sekunden auf der E. Diesen Spell wirst du als zweites vermutlich maxen und danach, sobald das durchgemaxt ist, wirst du alle Gegner wegschreddern. Ja, du kannst so viele Qs durch die Gegend ballern, das wird unglaublich broken werden, kann man vermutlich sagen. Vor allem hast du durch diesen Cooldown ja viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, du kannst viel öfter dich selber shielden, du kannst viel öfter den Gegner cagen, du hast einfach permanent deine E ready. Das ist wirklich, wirklich krass. Und das wird auch diesen Ryze meiner Meinung nach wahrscheinlich broken machen. Sein Early Game scheint ein bisschen schwächer geworden zu sein, sein Late Game scheint deutlich stärker geworden zu sein. Und hier muss man ganz einfach sagen, Zahlen rumdrehen und machen und tun, das ist immer schön und gut, wie Ryze es jetzt hier macht, aber das Grundproblem dieses Champions wird bleiben. Was wird passieren? Dieser Ryze wird jetzt wahrscheinlich auf dem PB noch ein bisschen rumverändert. Er wird irgendwann auf die Live-Server gehen. Alle Noobs werden mit ihm nicht umgehen können. Deswegen wird Riot sagen, okay, wir müssen diesen Champion buffen, während alle guten Spieler schon halbwegs gut mit ihm sind. Danach werden alle guten Spieler richtig krass mit ihm sein. Er wird wieder viel zu heftig sein, vor allem im Competitive-Bereich. Und er wird wieder genervt werden und dann wird er gereworked werden. So wird es laufen, meine Freunde. Ich freue mich über eure Kommentare. Auf Wiedersehen und tschüss.